läuft. Der ein oder andere von euch wird sich jetzt sicherlich fragen, hä, was ist denn da los? Salko Friel, du machst doch eigentlich irgendwelche Meinungsvideos und so weiter. Und jetzt bist du mit einem Musiker, der satanistische Musik macht. Und ich mag so eine Musik eigentlich überhaupt nicht. Warum sollte mich das interessieren? Und das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar bin ich mir dessen natürlich bewusst, dass vielleicht nicht viele so eine Musik hören. Aber darum geht's auch gar nicht. Und zwar dachte ich mir einfach nur, es ist vielleicht für euch interessant, wenn ich einfach mal ein Gespräch führe mit einem Musiker, weil das kann man ja nun mal nicht immer, der tatsächlich etabliert ist, der Alben rausbringt und so weiter. Und einfach mal ein bisschen Background-Information. Und wir hoffen, dass wir da so ein bisschen in diese Richtung gehen können. Und immerhin. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Also bleibt dran. Ja, hi. Hier ist René von der Heldmaschine. Ich bin jetzt hier in Münster beim Salko. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ihr wundert euch ja sicherlich, warum wir jetzt hier zu zweit sitzen. Das ist eine sehr unangewohnte Situation. Normalerweise stehe ich ja vor der Kamera und labere mal irgendeinen Quatsch. Und heute sind wir zu zweit und labern irgendeinen Quatsch. Und zwar habe ich den guten René hier zu Gast. Den René von der Band Heldmaschine. Und der ein oder andere weiß es ja sicherlich. Ich habe ja schon das öfters in Podcasts erwähnt, was für eine Musik ich höre. So ein bisschen in Richtung Metal, ein bisschen Industrial. Und deswegen habe ich hier den Sänger von Heldmaschine dabei. Und was ist das für ein Genre? Country, richtig. Genau. Nein, was ist das für ein Genre? Ja, wie würde man das nennen? Die ganze Zeit überlegt. Doch, also Country trifft es ganz gut. Und Jazz, Blues, so in diese Richtung. Ja, vielleicht auch ein bisschen Chanson. Schlager. Ja, auch. Hip-Hop. Ist eigentlich alles drin. Death Metal. Ja. Nee, wie nennt man das? Ja, man sagt ja so neue deutsche Härte, obwohl mir der Begriff jetzt nicht so gefällt, weil... Es ist kein Genre. Neue deutsche Härte ist ja kein Genre. Ist es nicht? Ist, nee, weil also es ist eine Gruppierung, ja, weil es ist ja, neue deutsche Härte bezeichnet eigentlich nur... Okay, Genre, wenn du das ganz allumfassend würde ich sagen, Deutsch-Metal. Ja, würdet ihr sagen, das ist Metal? Manchmal. Metal. Geht's manchmal nicht auch nicht. Manchmal ist auch Pop. Ich, ja. Vielleicht kann man es mit Rock, Deutschrock bezeichnen. Nee, das ist auch wieder blöd, weil Pop ist auch Deutschrock. Ich hätte, ja, was ist es denn? Ich hätte persönlich gesagt, sowas in Richtung wie Industrial Metal oder irgendwie sowas. Weil, aber das ist halt ein Begriff, da kann keiner was mit anfangen. Aber ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum das Ganze? Was ist hier eigentlich genau los? So, und ich erkläre das einfach mal ganz kurz. Ich bin Fan von der Musik. Er ist jetzt mittlerweile ein Fan von YouTube. Und dann dachten wir uns, zack, quatschen wir auch einfach mal ein bisschen drüber. Ich erzähle ein bisschen was von YouTube, er erzählt ein bisschen was von der Band, ein bisschen was. Und das könnte euch auch interessieren. Und zwar, ihr müsst keine Metal-Fans sein, ihr müsst keine Industrial-Fans sein, sondern ihr müsst einfach nur generell Musikfreunde sein, die auch mal gerne Musik hören. Denn viele Leute verstehen unter Metal ungefähr das. Und jetzt mache ich nämlich einen Einblender, weil ich habe nämlich... Ja, genau. Und das ist halt nicht Metal, sondern es gibt halt, das ist uncool. Sagen wir, okay, das ist Metal, aber das ist uncooles Metal. Und ich raff die Leute auch nicht, die sowas hören. Wobei, eben das seine. Aber in diese Richtung geht es eigentlich überhaupt nicht. Und zwar ist das so ein bisschen, es sind chillige Songs, es sind, da ist Elektro dabei. Es geht natürlich ein bisschen in Richtung härter. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hat die ganze Musik, der hatte keine Ahnung davon. Der hat die als laute Musik bezeichnet. Die machen alle laute Musik. Ja, ist ja auch okay. Also laut sollte es schon sein. Aber es geht auch leise. Und also ihr würdet euch selber so in Richtung, ja, also schon Metal sagen. Also ich finde diese ganzen Diskussionen immer, wie heißt die Schublade jetzt? Immer ein bisschen schwierig, weil... Ja, stimmt. Das Geilste ist so einfach, man hört sich die Musik an. Genau. So, und man muss auch keinen Namen dafür haben. Der Name steht als Bandname da und die Schublade ist eigentlich egal. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, ne? Weil man hat ja auf einem Album ja auch jetzt nicht nur einen Song, sondern man hat ja direkt... Eben, ja. Also unterschiedliche, ganz, ganz verschiedene Richtungen. Mhm. Und zwar beispielsweise quatschen wir gerade ein bisschen über das Album Himmelskörper. Das ist das Album, was am 4.11. erscheint. Mhm. Ich kann das jetzt hier gar nicht so cool hinstellen, man sieht es nicht. Den Tisch anheben, die ganze Zeit festhalten. Und das ist ein Album, ich muss ganz kurz, irgendwie ist es ein bisschen, komme ich nicht so in den Flow rein, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, das wirkt schon sehr promomäßig gerade, weißt du? Ach so, ja, dann tu sie wieder weg. Nein. Oh, ich habe mir so viel notiert, ey. Das ist so ein lockeres Gespräch sein und es ist so sauschwer, da irgendwie reinzukommen.
ist das nicht total nervig? Ich meine, wenn ich mir so andere Fernsehshows angucke, ne, die sind alle so entspannt, die sind herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu XY, heute zu Gast. Und die YouTuber sind ja direkt mega aufgedreht, so ein bisschen. Wir sind halt, wir haben halt keinen Plan, wir machen einfach das, wie wir Bock haben und so. Ist das ein bisschen anstrengend? Ich bin interessiert, was ein Außenstehender dazu sagt. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, diese ganze Szene, YouTuber und so weiter, damit habe ich heute meine erste Berührung. Echt? Nämlich mit dir. Deswegen, also ich hab das nie so wirklich verfolgt, vielleicht auch geschuldet der fehlenden Zeit, weil wir sind ja mit unseren Scheuklappen immer in der Musik drin und da kriegt man sowas gar nicht so mit. Und das ist jetzt für mich Neuland, ne? Ein YouTuber und so weiter, einfach hinsetzen, mal loslabern. Ich finde es interessant, dass ihr mal Bock auf jeden Fall auf sowas habt. Ja, ist ja mal was Neues. Ja, aber die Vlogs... Ist auch interessant. Da quatschst du ja, du bist ja auch zumindest manchmal zu sehen. Ja. Ist das komisch, mit einer Kamera zu quatschen? Ja, schon. Ich meine, man guckt natürlich lieber in schöne Augen als in so einen... Das sind alles die schönen Augen. Ich kann mal kurz... Das sind alles schöne Augen. Wir sind hier tatsächlich für YouTube-Verhältnisse relativ professionell aufgestellt. Wir haben hier 1, 2, 3 Kameras. Und das ist schon ziemlich krass. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Man fühlt sich so ein bisschen beobachtet jetzt. Man fühlt sich ein bisschen beobachtet. Nee, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe nämlich... auch Podcasts, also so ein Podcast-Projekt nebenbei am Laufen. Das ist im Grunde genau das Gleiche, was wir hier gerade machen. Mhm. Ich setze mich einfach mit Leuten zusammen, aber meistens halt übers Internet. Ich sehe die nicht in Wirklichkeit, wir quatschen einfach. Jeder nimmt seinen Sound auf, er schickt mir rüber, ich mische das zusammen, bam, fertig, Audiospur. Irgendwelche Leute gönnen sich das dann auf irgendeiner Zugfahrt. Und jetzt habe ich das tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwie so ein Podcast mache. Quasi, ist ja wie ein Podcast. Man labert einfach nur. Mhm. Nur, dass ich jemanden in die Augen sehen muss. Und du weißt, sonst habe ich... Schlimm, oder? Es ist echt richtig furchtbar. Ich bin echt, also Menschen sind schon richtig... Richtig anstrengend. Richtig anstrengend, ja, und schlimm, ja, und so. Stimmt. Ich sag mal, im YouTube-Business ist alles schon relativ... man kommt schon schnell auf dem falschen Dampfer, wenn man nur irgendwie in einem Video irgendwas Kleines, ein kleines Wort sagt, was irgendwo jemand keinen Bock drauf hat und sagt, okay, what the fuck, das geht jetzt in eine Richtung, okay, das mag ich überhaupt nicht. Da muss man ja bei euch aber wesentlich krasser überlegen. Ich meine, bei uns YouTubern ist es so, wir machen ein Video und wir sagen was Falsches, die Leute rasten aus, du machst dann noch ein Video. Ich meine, ich habe ja wöchentlich, jede Woche die Möglichkeit, ein Statement zu geben. Das geht ja bei der Musik. Klar, ihr könnt ein Interview geben, was kriegt denn nicht jeder mit? Ihr habt das einzige Medium, was ihr habt, sind ja Alben beispielsweise, also Musik. Ist das... Da muss ja, man, und die Videos, ne? Ja, und die Videos, aber die guckt ja nicht jeder. Ich sag mal, jeder Fan von euch, der... Also ich sag mal, jeder Fan kennt die Musik, klar, sonst wäre ja kein Fan. Mhm. Das bedeutet, das ist das beste Medium, um zu kommunizieren. Genauso ist bei mir das Medium YouTube-Video. Also wenn ich irgendein Problem habe, wenn ich irgendwas lösen will, kann ich ein YouTube-Video machen und ich erreiche eigentlich alle. Ich hätte da mega den Druck, wenn man so ein Album rausbringt, das ist draußen, das gibt's dann für immer. Mhm. Und man hat... Wenn irgendjemand was falsch versteht und meckert richtig laut rum... Das passiert sowieso immer. Echt? Was ist denn... Ja, natürlich. Also... Jetzt, einerseits gibt es ja die sogenannte künstlerische Freiheit. Ja, klar, ne? Natürlich. So, da kann man ja schon ein bisschen spielen, mit Worten spielen. Man darf halt nie den Fehler machen, irgendwas ganz klipp und klar in Worte zu fassen. Ja. Was wie ja. in Stein gemeißelt ja. ist. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen die Kunst, sich so ein bisschen drumherum zu schlängeln und im besten Fall sogar so weit zu kommen, dass die Leute... unterschiedliche Leute sich unterschiedliche Gedanken machen zu den Songs oder auch auf verschiedene Arten und Weisen verstehen. Ja, ja. Das ist eigentlich das, was wir so forcieren mit unserer Musik. Das ist ein guter Punkt. Immer mit Metaphern und so weiter. Ja? Metaphern und Auslegungssache, wie auch immer. Da kommen manchmal Geschichten bei raus, da haben wir selber nicht dran gedacht. Ne? Das ist mir richtig, dann hat es ja funktioniert. Das macht Spaß, ja. Das ist das, was Spaß macht daran. Es ist ja, ich habe, das wissen einige von euch, auch mal so selber so eine Phase gehabt, die habe ich immer noch tatsächlich. Ich schreibe Gedichte so und auch Songtexte einfach so. Also ich bin jetzt kein Musiker, aber ich schreibe halt sehr viel einfach. Und ich habe, das ist gar nicht so lange her, 2-3 Wochen, da habe ich in der Bahn etwas geschrieben auf dem Handy, weil mir so langweilig war. Hm. Und da habe ich das ein paar Familienmitgliedern gezeigt und das lesen lassen. Die sollten dann so, ja, okay, was denkt ihr, was haltet ihr davon? Und was will ich damit so sagen? Ich will euch das nicht sagen, lest euch mal so vielleicht was damit sagen. Da kam der Unterschied, also wirklich, ja, also da geht's um Vergewaltigung, auf jeden Fall Vergewaltigung. Meine Cousine hat damals so gesagt, nee, da geht's um Gott, das ist eine Kritik an Gott. Und worum ging's? Es ging um Abtreibung. Das war das Thema, so, ne? Ja, und, okay, ja, siehste. Das ist halt, das ist natürlich das Krasse, ne? Aber wenn man halt falsch verstanden wird, dann ist halt,
Und ich sag dir, dann wäre es noch ein Unterschied gewesen, wenn du das vorgelegt hättest und nicht gesagt hättest, dass es von dir ist. Das wäre nochmal ein Unterschied gewesen. Ja klar, natürlich. Man assoziiert dann natürlich mit dem Menschen, was genau, denkt er. Das ja. Stimmt natürlich. Aber deswegen frage ich auch nie Freunde oder direkte Verwandte, wie sie einen Song finden. Echt? Mach ich grundsätzlich nicht. Nie? Nee. Also du weißt gar nicht, was so deine Friends und Family davon halten? Nö. Ja, im Nachhinein. Aber ich lasse mich nicht beeinflussen während des Songwritings. Ach so. Also auch nicht während dem Texten oder so. Weil, ist ja klar, dieses Fremdschämen, falls da irgendein Satz drin kommt, kann man doch nicht machen. Ja. Ist natürlich bei Bekannten, die Hemmschwelle, die ist viel kleiner, als jetzt, wenn es in die Öffentlichkeit geht. Ja, klar, natürlich. Nimm zum Beispiel Ozzy Osbourne. Ja, was hat er denn gemacht? Ja, der frisst Ratten auf der Bühne oder bricht den Kopf ab oder... Das habe ich mitgekommen. Solche Sachen, wenn ich die machen würde, ne, und ich würde dann meine Familie fragen, wie findest du das? Findest du das eigentlich gut? Ja. Ja gut, aber hat ist doch klar. So, und dann macht es aber irgendjemand Großes, an den du eh nicht drankommst und dann, das ist aber krass. Ja. Ne? Also dieses Verhältnis der Reaktion ist völlig anderes. Ja, ist deswegen versuche ich das immer so außen vor zu lassen. Wollen wir mal ganz kurz einfach mal direkt darüber reden. Und zwar ist es nämlich so, das eignet sich auch sehr gut. Und zwar ist nämlich am 4.11. kommt das neue Album. Und zwar Himmelskörper raus. Mhm. Und erstmal herzlichen Dank, dass ich mir das jetzt schon anhören darf. Das ist für mich halt mega krass. Und ich halt einfach so ein mega Fan bin. Und ich weiß jetzt, was viele von euch sagen wollen. Oh, das ist ein Product Placement, oh mein Gott. Und das ist es nämlich nicht tatsächlich. Das ist kein Product Placement. Ich kriege kein Geld dafür. Ich werde nicht bezahlt. Und das ist ganz einfach. Wenn ihr auch meint, ja... ich mache geile Musik, die mir Salgo gefällt. Ja, dann komm vorbei und wir machen hier kostenlos so ein Video. Weißt du, was mir gefällt, unterstütze ich nämlich wirklich gerne. Deswegen ist ja auch nirgendwo so ein Product Placement P. Weißt du, Gehen wir nicht drüber. Jedenfalls kommt am 4.11. das neue Album Himmelskörper raus. Und da wollte ich einfach mal ganz kurz, ist es okay, wenn wir ein bisschen drüber quatschen? Obwohl es noch gar nicht draußen ist. Wenn es nicht schräg rüberkommt bei euch da draußen, ist es okay, ja. Also ich sage ja nicht, kauft es, das ist das Beste, was es gibt. Auch wenn es das natürlich ist, natürlich, man dreht sich. Aber ich würde gerne mal einfach über diese, ich finde das so genial, weil es ist nämlich tatsächlich das Ding, ihr macht nämlich den, kennen Sie die Band Freiwild? Mhm. Ihr macht den, wie findest du die Band ganz kurz? Anfangs, als es da so ein Trubel drum gab, wir sind ja auch sehr... gebrannte Kinder, was diese Vorurteile angeht. Da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, wollte ich auch noch was sagen. Ja, ja. Und ich habe auch wegen meiner fehlenden Zeit mich nie damit beschäftigt, als ich dann auch hörte, dass die so in die Richtung unterwegs sind, habe ich natürlich auch direkt gesagt, nee, kein Bock. Aber irgendwann haben wir dann diesen großen Bohai da mitbekommen, der in der Presse war und wo die sich dann auch ganz klar geoutet haben als, nein, wir sind nicht so drauf. Haben wir sogar anschließend ein Konzert gemacht. Und da haben wir dann auch gespielt mit Heldmaschine, weil dann auch irgendwie klar war, die sind unbedenklich, alles gut. Worauf ich nämlich eigentlich nur hinaus wollte ist, ihr habt einen Song, ich finde, der hat einen gewissen Freiwild-Effekt. Jetzt nicht von der Musik, und zwar, was halt sehr, finde ich, sehr, sehr so ein Freiwild-Ding ist, nämlich genau das, was ich nämlich eben gesagt habe, dass man relativ einfach die Möglichkeit hat, als YouTuber sich recht zu rechtfertigen, was man in den Songs natürlich nicht so gut machen kann. Man kann nicht einfach nur Songs darüber schreiben, ja, nee, ihr sagt alles falsch und wir meinten das so und so und so. Mhm. Freiwild kann das und macht es tatsächlich. Also deren Alben bestehen zu 50%, habe ich das Gefühl, aus, ja, ihr schiebt uns in die rechte Ecke, sind wir aber nicht, die es wirklich explizit sagen. Ja. Ist, ne, also kann man hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll und so gut ist. Ich persönlich finde die Musik cool, aber es geht ja auch nicht um Freiwild. Und zwar habt ihr das erste Mal, wie ich das mitgekriegt habe, relativ explizit, aber auch gemacht. Und zwar direkt mit dem ersten Song, wo ich den sehr interessant finde. Und zwar, ja, wie, also... Der Song auf dem Album ist einfach, das ist ein R mit einem Kreis. Also so heißt es, wie spricht man das aus? R. Einfach R. Okay. Und zwar, um euch kurz mal ins Boot zu holen, das ist, für die Leute, die es nicht wissen, Heldmaschine, das ist eine Band, die rollt das R, beziehungsweise der Sänger rollt das R. Und hier hast du dich tatsächlich gerechtfertigt. Und zwar ist das ein Song, da geht es einfach darum, ich rolle das R... RRR, wie mir es gefällt. Und darf ich den Hintergrund erfragen? Also, ja, gerne. Das weil Rechtfertigung kann ich so nicht stehen lassen, weil es ist eigentlich
ja, so ein auf den Tisch hauen mal langsam, weil ihr wisst vielleicht, wir sind, also Heldmaschine ist aus einer Rammstein-Tribute-Band entstanden. Da haben wir natürlich jetzt 6 Jahre lang Erfahrung mit Songs. Was für eine Band? Tribute-Band. Also, was heißt das? Da wird praktisch Rammstein nachgespielt, aber nicht nur gespielt, sondern auch die Kulisse wird aufgebaut und alles. Also imitiert quasi? Ja, genau. Ah, okay. So, und daraus ist dann Heldmaschine entstanden. Und da habe ich natürlich auch irgendwie zu meinem Gesang gefunden und habe auch gemerkt, dass mir das gut steht, das rollende R. Das stimmt. So, und anschließend, als wir dann unsere erste eigene CD gemacht haben, die Weichen und Zunder war das damals. Die haben doch auch hier, das ist diese. Da hieß es dann natürlich direkt Rammstein-Abklatsch, ne? So. Aber wobei ich tatsächlich ehrlich sagen muss, ist das auf dieser, ja, der Song Heldmaschine. Mhm. Der ist schon, also falls ihr Rammstein kennt, ich habe, als ich das erstmal dachte, ist das Rammstein? Das ist nämlich wirklich schon ziemlich gut. Ja, ja, klar. Also, das klingt wirklich sehr krass so. Ich meine, wir hatten natürlich nicht vor, so zu klingen. Wir haben einfach eigene Musik gemacht und das kam dabei raus. Wir wollten uns jetzt aber auch nicht verstellen. Wir wollten jetzt nicht krampfhaft versuchen, ganz anders zu klingen. Wollten aber auch nicht versuchen, gleich zu klingen. Das ist einfach die Entwicklung. Und das hört man auch über die CDs. Also die erste Weichen und Zunder, dann kam Propaganda, dann kam Lügen und jetzt halt Himmelskörper. Man sieht da schon die Entwicklung, ne? Wie Heldmaschine sich immer mehr seinen eigenen Weg bahnt. Das ist auf jeden Fall so. Also und nach der Lügen hat man das aber immer noch gehört und wir werden es auch in Zukunft hören, das ist mir völlig klar. Nur ich wollte halt mit diesem Song mal so ein bisschen die Leute auf die Schippe nehmen, die immer noch meinen, das wäre ein Merkmal, so ein No-Go-Merkmal. Weil, wegen Rammstein jetzt oder was? Ja, ja, genau. Ja gut, aber es gibt ja viele. Also es gibt ja Heino, der rollt das einfach raus. Das habe ich auch in dem Text verwurstet. Kommt, glaube ich, eine Textzeile drin vor. Echt? Mit Heino? Dem rollenden R fängt mein Name an. Ich heiße nämlich übrigens René mit R. Mit R. R. Und das ist ja, von Heino gibt es eine Textzeile, die heißt, wie heißt das? Mit den roten Lippen fängt es an. Und das habe ich praktisch übernommen. Ach so. Ja, hier, Blaublüte Enzian. Genau. Genau. So. Ah ja, jetzt wie du das sagst. Das kann mir bekannt auf jeden Fall. Das ist halt einfach so eine Anlehnung oder so eine, hier, wisst ihr was, ihr könnt so lange reden, wie ihr wollt, das klingt wie Rammstein, es ist uns echt scheißegal. Vor allem, es ist so, das raff ich halt irgendwie nicht bei richtig vielen Leuten und zwar versuchen Leute immer, irgendwelche Parallelen zu singen und das zu haten, so. Ja. Das ist völlig egal, da kann ich dich beruhigen, das ist nicht nur bei der Musik so, das ist auch auf YouTube-Business so. Wenn du ein Video machst, wo du einfach nur deine Meinung, du machst ein Video und erzählst deine Meinung, da kommen die an, es gibt schon andere Leute, die sagen ihre Meinung auf YouTube, das hast du nachgemacht. Wo ich mir denke, what? Okay, wow, cool, ich kann meine Meinung nicht so sagen, ne? Ja, ich meine, ist jetzt sowieso, egal was du machst, es gibt immer Leute, die dich anpissen deswegen und, du kannst nicht alles richtig machen. Ja, ich auch, also es ist ja scheißegal, also selbst wenn es viele Parallelen gibt, ich bin so ein Typ, ich habe das damals gehört, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe gesagt, auch, das klingt schon sehr wie Rammstein, aber ist ja scheißegal, also selbst wenn man das so denkt und man hört es, kommt es ja darauf an, gefällt es einem oder nicht und die Antwort ist einfach ja gewesen, sagt mir, okay, gut, das klingt echt wie Rammstein, aber ich mag es trotzdem, ja. Ich finde es cool. Aber ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches Problem, ne? Ich glaube auch. Also wir sehen das ja auch. Wir sehen das an irgendwelchen, an Leuten, die irgendwas dazu schreiben, im Internet, zum Beispiel von den Amis oder generell aus dem Ausland kommt dann manchmal, cool, Rammstein 2.0. Die legen das so aus, die legen das positiv aus. Ja, die finden es cool, ja. Aber hier ist Vergleich immer gleich Daumen nach unten und kein Bock. Wobei ich das auch nicht verstehe, weil gerade Rammstein, da kriegen alle auf den Deckel. Also es gibt viele Bands, die so in der Richtung NDH heißt ja heutzutage schon wie Rammstein fast. Ja. So, und ich frage mich, warum das bei Metal zum Beispiel nicht so war. Bei jetzt also so früher, Heavy Metal und so? Ja, also früher die Bands, die haben sich doch auch alle gleich angehört. Ne? Und da hat aber nie einer gesagt, das klingt wie das und das. Und da hat man immer ganz feine Unterschiede gemacht und hat dann gesagt,
Nö, ist doch was ganz anderes. Man hat doch immer wieder neue Namen erfunden. Einfach immer direkt, ja. Wenn man irgendwas ganz anderes, also ganz, also was Ähnliches gemacht hat, direkt einen kompletten neuen Namen für das Genre erfunden. Das ist so. Ja, irgendwann gab es mehr Genre-Namen als Bands. Ja. Es gibt viele Songs, wo ich höre von anderen Leuten und wo ich lese, die sagen, die wollen damit provozieren. Die wollen nur provozieren. Ich bin aber so ein Typ, ich denke mir so, ja klar, Provokation ist natürlich immer am Start, aber ich sehe trotzdem immer auch so eine Sozialkritik. Und so bei dem Song Sexschuss, das ist erstmal ein sehr geiler Song, da ist das Musikvideo auch nebenbei schon draußen, könnt ihr euch schon anhören. Ist ein geiler Song, wo es halt, also in dem Song an sich, in dem Text, geht es ja eigentlich nur um, ja, eigentlich um Pornos und sowas. Und im Musikvideo habt ihr ja noch die Virtual Reality Geschichte noch mit eingebaut. Und für mich, ich bin so ein Typ, ich gucke mir das an, denke mir, geiler Song, geile Kritik, in Richtung so, ja, das ist halt, das ist dieser Style. Man kann auf der einen Seite, die, ich sag mal, die langweilige Methode, kann man natürlich sagen, okay, ich will etwas kritisieren und sage, ich finde das scheiße. Oder man nimmt einfach das, was man kritisieren will und übertreibt es, dass die Leute raffen, was da genau abgeht, dass man da gar nicht sagen muss, ich finde das scheiße, das ist quasi jeder rafft, weißt du? Ja, da muss man halt gucken. So ein paar Wege gehen, wo die einen dann vielleicht sagen, die wollen nur provozieren, aber die anderen, die es dann verstehen, wie es gemeint ist, die sagen, cool, ne? Lustig, ja, das, oder so. Das ist halt das Coole, ne? Also man greift insofern niemanden an. Man muss schon ein bisschen nachdenken und dazu ist ja auch lange nicht jeder bereit. Es gibt so Leute, die hören Musik und sagen, das ist ein scheiß Text, das höre ich nicht. Mhm. Und ich mir denke, das ist kein Gedicht, das ist ein Song, hör dir den Song an und dann urteile so. Ne? Und das ist halt das Ding, wenn ich mir so ein Album so kaufe und wovon das abhängig ist, ob ich das gut finde oder schlecht, ist erstmal, ich höre mir das die ersten 2-3 Male an und da achtet man ja nicht auf den Text, ich höre ja nicht, ich weiß nicht, am Ende des Songs nicht, was wollte der mir das sagen, wenn ich das erste Mal höre. Ja, ja, klar, das kommt erst später. Ja. Danach, wenn ich Bock habe, kann ich das eine Ebene weiterbringen und sagen, okay, ich guck mir einfach mal an, was wollen die mir damit sagen? Oder ich lasse es und belasse es einfach nur bei der oberflächlichen Ebene. Wenn eine Band beides erfüllt, wenn ich merke, okay, das sind kluge Köpfe, die setzen sich zusammen, schreiben guten Text und machen eine gute Musik dazu, dann ist es natürlich wesentlich besser, als wenn da einfach nur irgendeine Musik lang plätschert, wie es halt im Radio ist. Aber es ist halt, wie gesagt, auch kein Muss. Und ich finde halt bei euch, es ist halt wirklich sehr, sehr vielseitig. Beispielsweise, das Maß ist voll, ne? Mhm. Genau. Provokation, Sexschuss ist am Start. So Liebeslieder. Gut, wenn es jetzt auch nicht direkt um eine Frau geht, aber Die Braut und das Meer ist ein schöner Song. Ich finde sowas richtig geil. So, wenn man dann so einen harten Song hat und dann kommt direkt sowas. Und man merkt halt auch, man hat ja anfangs immer, wie du es schon gesagt hast, ihr seid Rammstein, ihr macht Rammstein nach. Ja, das werden wir nie loswerden. Also das ist uns schon klar. Und deswegen wird es auch immer egaler und wir kriegen eine immer dickere Haut. Ja, aber was man wirklich sagen muss, seit dem Album Lügen, das ist jetzt das vorletzte Album vor dem hier gewesen, das war ein anderer Sound auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt, wenn mir das jemand dann gezeigt hätte, dann wäre mir nicht der Gedanke gekommen, ey, das ist Rammstein. Was jetzt bei dem allerersten Album beispielsweise so war. Und mit dem, ihr führt das immer weiter fort. Also ich merke so, je mehr ihr macht, dass ihr wirklich Heldmaschine seid und nicht irgendein Rammstein abklatscht. Und das finde ich geil, diese Entwicklung. Aber diese Entwicklung, die du ansprichst, die fokussieren wir nicht. Also die passiert wirklich von selber. Aber dann umso besser. Ja. Ja. Aber das ist uns halt auch klar, dass es nichts bringt, nach links und rechts zu gucken und wie machen es die anderen. Und also ich habe schon oft gesagt, während so einer Plattenproduktion, also Songs schreiben, Vorproduktion machen, bis hin zum Aufnehmen. Das ist so ein Zeitraum von einem Dreivierteljahr. Ich höre in der Zeit keine ähnliche Musik. Echt? Gar nichts? Nein. Was hörst du? Darf ich mal fragen, was du so generell so hörst für eine Musik? Generell? Ja, wie gesagt, es ist halt sehr wenig. Läuft noch, ne? Wegen meiner Zeit, wegen meinem Zeitmanagement. Nee, was höre ich? Also, aber jetzt möchtest ich gehe zum Beispiel unheimlich gern, bin ich irgendwann mal auf ein Aha-Konzert gegangen. Ach, echt? Ja. Aber sowas mag ich ja überhaupt nicht. Siehst du? Und genauso gern höre ich mir dann mal, oder gehe ich auch auf ein Konzert von Slayer. Ja gut, das passt ja schon eher so, ne? Ja, aber also gut, ist es nicht, auch nichts mit Heldmaschinen. Es ist nichts mit Heldmaschinen, aber es ist, sag mal... Ich will damit nur so diese Bandbreite das stimmt. Mal klar machen. Also ich... Vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Alter. Also früher war ich auch mehr so scheuklappenmäßig, habe nur eine Musik gehört. Ganz am Anfang war es Punk, ne? So als ich 15 war, 13, 14, 15, war nur Punk. So, nur Punk.
sonst nichts. Alles andere war scheiße. Ja gut, das war bei mir tatsächlich von ein paar Jahren. Dann kam irgendwann AC/DC, Maiden dazu, ne? So, und dann fand ich irgendwann Punk scheiße. So. Also es gab immer nur eins. So. Und jetzt mittlerweile ist das so, dass ich froh bin über jede Musik, die ich gehört habe und auch heute noch höre. Und ich habe jetzt halt nicht mehr so wie früher das Bedürfnis oder sogar den Druck, dass ich meine, mich für eine Musik entscheiden zu müssen, damit ich in einer Clique cool bin. Wie oft passiert das, dass du irgendwie so eine Idee hast, so eine Songidee, und dann machst du so und so und so, und dann kommt irgendwie ein Song zustande oder irgendwie ein Riff, Strophen- oder Refrainpart, wie auch immer, und dann sagt irgendeiner, das klingt wie das und das. Und dann hörst du rein und denkst, scheiße. Ja. Das sind genau die gleichen Akkorde, ne? Und halt, um in diese Falle nicht ständig reinzutapsen, weil man meint in dem Moment wirklich, man hätte es selber sich ausgedacht. Aber, ja, das kenne ich. Aber je mehr Musik es gibt auf der Welt, umso unwahrscheinlicher wird es, dass du was hast, was noch keiner gemacht hat. Ja. Und das ist ja mittlerweile uferlos. Also es gibt ja mehr Bands jetzt oder mehr Musik, als es Menschen gibt auf der Welt. Ja, klar, natürlich. Aber also ich finde, Musik ist halt auch unendlich. Ja. Also du kannst halt, weißt du, ich frage mich wirklich, wie sieht die Musik in 70 Jahren aus? Wenn ich also ein richtig alter Mann bin, und könnte ich mir vorstellen, dass an Musik, dass sowas wie ein Takt, dass das so ein Ding ist, das gab es früher mal in Musik, aber Takt, nee, das brauchen wir nicht mehr. Dass es irgendwelche random Sounds sind. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass auch irgendwann sowas gefeiert wird. Ja, damals, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder ich weiß nicht, wann das war, Dubstep anfing, da haben wir auch dessen gesagt, das ist keine Musik, what the fuck? Ich fand's sofort geil. Ja, ich bin auch Dubstep-Fan tatsächlich. Ja? Ich bin also, ich möchte es auch bei mir, ich bin so, ich höre mir ein Album an. Früher war ich auch so, ne? Ich hab angefangen, wo ich meinen Musikgeschmack entdeckte, die erste Band war Eisbrecher. Dann kam Rammstein, Megaherz, also es war alles voll die neue deutsche Härte. Und da war ich auch anfangs, wenn mir andere Leute Lieder gezeigt haben, nee, das geht ja gar nicht in die Richtung, lass mich damit in Ruhe. Und mittlerweile ist so völlig, also wenn irgendwie jemand ankommt, den ich kenne, und sagt, hör dir mal das an, das ist ganz cool, dann höre ich mir das komplett an, vielleicht sogar zweimal, um das beurteilen zu können. Und ich bin jetzt darauf hängen geblieben, ich habe jetzt letztens zu meinem Geburtstag vor ein paar Wochen ein Country-Album geschenkt bekommen von meiner Mutter. Calusa und Blondell heißt es, aber super, also ganz Indie, ne? die treten in Cafés auf und so, ganz klein. Habe ich mal angehört, ich finde es geil. Ich habe es auch schon oft angehört. Ja, Country, hört sich einfach Country, ne? Das passt natürlich überhaupt nicht, aber es ist halt, ist das scheißegal. Ja, was heißt, es passt nicht? Ja, es ist eben, ne? Darauf kommt es sich an. Also, wenn es für dich passt, dann passt es. Genau, und es ist halt ganz eben einfach. Und ich glaube, das ist halt diese Schwierigkeit, die bei Neue Deutsche Härte und beim Metal überwunden werden muss. Weil viele Leute das nicht kennen, schlicht und ergreifend. Die wachsen auf, die Eltern, keine Ahnung, hören nur Radio oder irgendwas, keine Ahnung, was man so kennt. Die steigen ins Auto, hören Radio und dann läuft halt der Kram, Rihanna, Justin Bieber, irgendwas. Und dann kommt jemand an mit Metal und sagt, oh, das ist ja was ganz anderes, damit will ich nichts zu tun haben, so. Und ich glaube, das ist genau diese Schwelle, dass es ist anders, natürlich ist es anderes, aber das heißt nicht immer schlecht. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn man etwas hört, was man selber nicht kennt, wenn ich mich drauf eingelassen habe, war es, natürlich hin und wieder kommt es vor, dass nachdem ich mich drauf eingelassen habe, es öfters gehört, immer noch sage, finde ich nicht gut. Aber der erste Eindruck, wirklich der erste Eindruck, das mag vielleicht bei Menschen zutreffen, keine Ahnung, aber ich finde, der erste Eindruck bei egal welcher Musik ich höre, trügt. Es ist wirklich schon richtig oft vorgekommen, dass eigentlich fast immer, dass wenn ich mir ein Album das erste Mal anhöre, ich sage, das finde ich nicht so gut. Wirklich, also selbst wenn es eine Band ist, die ich mag. Beispielsweise, das ist das Krasseste bei mir gewesen, kennst du die Band Nightwish? Die haben letztes Jahr auch ein neues Album rausgebracht, das habe ich mir geholt, Endless Forms Most Beautiful. Ich habe mir das erste gehört, man hat ja immer eine Referenz, wie die Songs vorher waren, man setzt es unterbewusst in Vergleich und dann sind es natürlich nicht die Songs von vorher, sondern was Neues. Ich habe es angehört und dachte mir, das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Aber ich mag die Band irgendwie natürlich trotzdem. Ich höre es mir weiter an. Plötzlich war das dann für dieses Jahr mein Lieblingsalbum. Und das ist das Krasseste. Und deswegen. Das liegt aber auch so ein bisschen, glaube ich, daran, wie die Songs strukturiert sind. Einfache Songs zum Beispiel gehen ja viel schneller ins Ohr. Aber die gehen auch viel schneller wieder raus. Die gehen auch schneller wieder raus. Und deswegen finde ich eigentlich die Alben, die erst später so knacken,
besser. Weil die haben es dann in sich. Die haben mit mehr Tiefe. Genau. Weißt du? Genau, das stimmt. Also man kann es jetzt nicht so verallgemeinern, aber mir selber ist es auch schon oft so gegangen. Aber es ist ich auch so. Dass die Alben, die jetzt ein bisschen mehr Tiefgang haben oder die jetzt auch nicht zu einfach sind, dass die einfach beständiger sind. Also das war letztens so bei mir. Da hat mich eine Metalband angeschrieben, Majesty heißt die. Ihr habt da vielleicht was von mitbekommen, habe ich was mit YouTube gemacht. Die haben mich angeschrieben, die machen eine Musikrichtung, die höre ich überhaupt nicht, und zwar Heavy Metal. Viele Leute, die jetzt keine Ahnung haben, denken, ja, das ist das Gleiche, das ist doch auch ein Heavy Metaler. Das ist schon was ganz anderes. Auf jeden Fall kann ich das nur so zusammenfassen. Und ich sage, Heavy Metal höre ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Dann haben die mir ihre Alben geschickt und sagen, hör mal rein. Und dann habe ich es ein paar Mal angehört und dachte mir, geil, so eine komplett neue Tür, das ist ja gar, das ist eine geile Musikrichtung. Und plötzlich habe ich noch angefangen, nachdem ich das mega gehört habe, mir noch andere Bands zu suchen, die auch so Heavy Metal machen. Und plötzlich war es ein komplett neues Genre, was für mich eröffnet war, was einfach geil ist. Und das sind so Glücksmomente, weißt du? Weil manchmal bin ich echt an einem Punkt angekommen, wo ich denke, es gibt keine Musik mehr. Ich habe jetzt meine Interpreten, die ich gut finde, und ich muss jetzt immer warten, bis die was Neues rausbringen. Mhm. Und plötzlich, bam, neues Genre entdeckt. Aber das war super. Es war ja nicht so, dass ich das Genre vorher nicht kannte. Ich kannte es, nur ich dachte, es gefällt mir nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem. Die Leute haben keinen Bock, sich auf was Neues einzulassen. Ja, ist so ein bisschen auch der Berührungsangst geschuldet. Oder man kennt schon so viel, warum die sich jetzt noch auf was Neues einlassen. Ich weiß auch nicht, was es ist, warum die, gerade die Deutschen, sage ich mal, so ängstlich sind, ne? Ja, ja, immer konservativ, eine Schiene. Wobei es sind nicht alle Deutsche, es gibt auch coole Deutsche, zum Beispiel hier. Ja, so manche. Ach nee, ich bin ja gar nicht da drauf. Jetzt ist es da. Hallo. Läuft die Kamera eigentlich noch? Ja. Die läuft auch noch, ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe so gedacht, so 10, 15 Minuten. Ja. Ich glaube, ich trinke mal gerade was. Ja, kein Problem. Ich mach einfach mal. Wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben? Ich habe gehustet. Also ich meine nochmal eine Frage, also ich kenne nicht so viele Musiker, eigentlich kenne ich nur dich und Tarek von Majesty eben. Und das ist eigentlich, also wenn ich mehr, ich habe mir vorgenommen, wenn ich noch mehr Musiker kennenlerne, will ich dann alle diese Frage stellen, weil mich halt echt interessiert. Und zwar, hört ihr eure eigene Musik? Also hört ihr das so selber? Also wenn die Platte fertig ist, ja gut. Ich meine nicht... Natürlich. Ich höre ein Dreivierteljahr lang unsere eigene Musik, während wir halt ja, klar, ich meine, die CD machen. Ne? Nachdem es fertig ist, so. So, nachdem es fertig ist, feiern wir es schon mal ab. So im Auto, bam, voll aufdrehen, ein bisschen, yeah, unsere neue Platte. Okay. Klar, natürlich. Und deswegen machen wir jetzt auch unsere Release-Party am 5.11. in Siegburg. Was ist das für eine Party? Ja, da machen wir ein Konzert und anschließend machen wir Party mit den Fans. Ach so. Also da feiern wir... dass die Platte geboren wurde, sozusagen. Die ist ja noch gar nicht geboren, das ist nicht so. Nee, die ist ja eigentlich noch gar nicht da. Also ich halte hier eigentlich Luft in der Hand. Hier ist die neue Platte. So, und die erscheint, also offizieller Release ist halt 4. November. Und am 5. November haben wir im Siegburger Kubaner ein Konzert mit anschließender Release-Party. Ich wusste gar nicht, dass man da so eine Party macht. Aber finde ich interessant auf jeden Fall. Aber ich meine... Gut, du hast jetzt gesagt, dass du eh nicht so viel Musik hast, aber ich versuche mich da in so eine Situation hinein zu versetzen. Man sitzt abends einfach da, trinkt, keine Ahnung, ein Bier, denkt über das Leben nach und denkt, boah, jetzt hätte ich Bock auf das Album Weichen und Zunder. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt so. Also, gibt es sowas, dass man sagt, oh, ich habe jetzt Bock auf mein eigenes Album, auf dieses Album. Du wirst lachen, also ich habe mir tatsächlich neulich die Weichen und Zunder nochmal angehört. Aber auch nur, um nochmal rauszuhören, was kann man jetzt bei der nächsten Tour... für alte Nummern nochmal mit reinnehmen. Ne? Ja, Weichen Zunder ist nämlich das erste Album gewesen, ne? Genau, ja. Weißt du, was das ein mega krasser Moment war, als ich die Band entdeckt habe und die gehört habe, da war halt, wie gesagt, was ich gerade beschrieben habe, dieses oberflächliche Hören. Und das war ein richtig so ein What-Moment, als ich mich darauf konzentriert habe und dann gerafft habe, Weichen und Zunder,
Das sind nur die Buchstaben, verdammt wegen Zeichen und Wunder. Ja, ja. Und das habe ich erst wirklich nach einem halben Jahr oder so geraucht. Ich dachte mir, what? Wie krass ist das denn? Und das fand ich in dem Moment so witzig. Ja. Weil ich mich auch, ich komme mir gar nicht so, was reichen uns, was wollen wir damit sagen? Nur, ja. nur als lustiger Randfact. Und ja, auf jeden Fall, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man das, blutig eigentlich? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich schon entschuldigen, ich war es nicht. Ich habe ihm nicht auf die Fresse gehauen. Ich weiß auch nicht, was du da gemacht hast. Zu schnell geredet mit den Zähnen vielleicht in die Lippe rein. Also ich habe damit nichts zu tun. Na, das sagst du jetzt, ne? Wenn die Kamera an ist natürlich. Ja, klar. Nein, alles gut. Ja. Aber ich, ganz kurz, da wollte ich sowieso nochmal drauf eingehen. Das ist ein krasses Outfit, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und ich hätte nicht gedacht, also, wie lange brauchst du für die Frisur? Das? Ja. Ach, 2-3 Minuten. Echt? Ja. Weil das ich finde, ich selber hatte auch relativ längere Haare. Jetzt sind wir hier schon... Ich hatte mal arschlange Haare. Jetzt echt? Ja, ja, ich war mal so ein richtiger Metal. Echt? Oder hast du auch so bei der Musik in den Kopf ja, so gedreht, dass wir so gut? Früher mal, ja. Weißt du, okay, weil ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass du... Machst du das selber? Also... Ja, klar. Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Wie nennt man das? Lidschatten oder was? Wie man das nennt, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist so ein Dingen, so eine Farbe und dann schmierst du das dran, dann machst du noch ein bisschen mit den Fingern und dann ziehst du nochmal nach. Ich finde das interessant, weil wenn man so darüber redet, weil das machen ja sehr viele Frauen, aber ich finde, so, zumindest so wie du das machst, sieht es nicht feminin aus, sondern es geht eher in Richtung böse. Ist das... Guck dir die Filme an, guck dir die ganzen... Zombies an, die sind alle geschminkt. Naja, aber ist es so, hast du da so eine Absicht oder ist es so... Ne, es einfach hat sich so entwickelt, so mit den Jahren. Also ich habe ja früher auch schon Musik gemacht, bevor es Heldmaschine gab. Und da ging das auch schon los mit dem Geschminke. Okay. Und es irgendwie hat es sich auch, fühlt sich auch gut an. Ich weiß nicht, hast du den Song Maskenschlacht noch im Kopf? Ja klar, natürlich. Ja. Ja, aber geht es denn darum? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, es geht um die Maske, ich heuchle den Leuten was vor, was ich nicht bin. Ja, im Grunde ist es ja auch so. Also nicht jetzt im Moment, weil jetzt im Moment reden wir echt viel privat und sehr, sehr offen und so. Aber es ist ja so, sobald du dir eine Maske anziehst, egal ob es ein Anzug ist oder was macht ein Banker oder was machst du, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst? Also ich ziehe mich tatsächlich genauso an. Ja, clever. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, natürlich. Man rutscht immer ganz besonders heraus und man ist dann nicht so, wie man eigentlich immer ist. Man will visuell vermitteln, was man zeigen will. Genau, so und das soll ja dann auch so ein bisschen zur Musik passen. Und was ich halt jetzt, wenn ich mal auf mich eingehe, in Verbindung mit dem Geschminke, schwarz um die Augen, halt bezwecken will, ist einfach... dass man die Spanne zur Selbstironie durch sein Aussehen noch breiter macht. Ja, klar, natürlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Man könnte sagen, es ist überzeichnet. Man könnte sagen, genau. Meint das ernst? Man weiß es nicht, aber es ist halt... Und dann siehst du auf einmal so einen schwarz geschminkten mit schwarzen Klamotten auf einmal auf der Bühne lachen. Was ist das denn? Ja, das... So. Und das ist aber auch was wir absichtlich so machen. Wir wollen halt nicht... irgendwie den ganzen Abend auf der Bühne dieses Gesicht machen, sondern wir wollen auch Spaß dabei haben. Ja, ja, klar. Und zwar auch mit dem Outfit. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ja, bitte. Weil der Akku ist gleich. Ich habe tatsächlich keinen Ersatzakku. Mhm. Und es ärgert mich, weil mir jetzt gerade noch was Interessantes eingefallen ist. Aber ich glaube so langsam, ich glaube, der macht auch nicht mehr lange mit. Obwohl, das geht noch. Dass wir über die gleiche Musik reden, dass wir die gleiche Musik mögen. Ich meine, ich mag die Musik, die ihr produziert. Und rein visuell sehen wir schon sehr ähnlich aus, also vom Outfit, ne? Also wir haben exakt den gleichen Style. Ja. Es ist wirklich konträr, aber ich finde das witzig, ne? Das ist mal eine gute Lehre. Versucht man nicht vom Aussehen auf das Innere zu schließen. Ganz das ist genau. Die Message, die wir verbreiten wollen. Ach, der Ton. Und Platz. Nein. Und ruhig. Ich muss diesen Satz jetzt mal gleich wiederholen. Das war ein cooler Satz. Ruhig jetzt. Und das ist eigentlich die Message, die wir hier vermitteln wollen. Und das bin ich. Ja, das...
Ach, Balu! Was ist das, wenn Leute jetzt in Oma laufen? So, jetzt versuche ich den Satz ein drittes Mal. Ja, genau, und das ist eigentlich die Message, die wir vermitteln wollen. Versucht nicht vom Aussehen auf die inneren Werte zu schließen. Ja, das ist auch ein guter Satz. Ja, ist wirklich so. Viele, also ich kenne Menschen, die finden andere Musik allein durch ihr eigenes Aussehen schon nicht gut. Ja, ja, weil gut. Sie äußerlich nicht dahin passen würden. Ja, okay, das... Das finde ja. ich krass. Das ist aber... Also die versperren sich gegenüber anderer Musik, die sie eigentlich im Heimlichen vielleicht gut finden, aber weil sie jetzt leider so ein Bart haben, heavy sind, dürfen sie nicht gut finden. Dürfen sie kein Helene Fischer also, hören. Zum Beispiel. Ja, genau. Ich höre es aber auch nicht. Ich auch nicht. Gut. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Ja, aber ich sehe ja, aber bei Metal, bei mir und Metal passt es jetzt ziemlich gut. Also wenn ich Leuten sage, ich höre Metal, ich höre Neudeutsche Härte und so weiter. Echt? Hey, du siehst ja aber gar nicht so aus. Du musst nicht immer so aussehen. Du musst nicht immer so aussehen. Nee. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du hier warst. Und Leute, lasst euch das gesagt sein. Hört euch dieses Album mal an. Ich versuche das ich werde es in der Beschreibung verlinken. Und verschließt euch mal nicht so, sondern versucht mal einfach mal, okay, ich lasse mich mal auf was Neues ein. Ich finde mal einfach mal was anderes cool, was andere Leute in meinem Umfeld nicht cool finden. Ja, das ist auch mal nicht schlimm. Das ist, ich spreche da aus eigener Erfahrung tatsächlich. Deswegen hört euch das mal an. Das ist echt ein cooles Album, kann ich sehr empfehlen. Ihr geht auch auf Tour? Ja, sicher. Klar. Ja. Ist auf jeden Fall auch eine Tour am Start. Kann ich das in diese Kamera halten? Oder da. Oder da, oder hier. Ich werde es in der Beschreibung auch verlinken. Ihr seid eine coole Band. Vielen Dank, dass du hier warst. Freut Danke mich sehr. Dir, Mann. Ich habe echt richtig Angst gehabt, weil das ist ein Moment, der richtig awkward werden kann, wenn du so mit so einer Handschlag so... ja, okay. Wenn man nicht so weiß, was genau los ist. Ja. Danke auch fürs Zuschauen an euch. Danke, Hund, Balu, dass du auch dabei warst. Der Hund ist auch am Schlüssel. Also dann, macht's gut. Ciao. Tschüssi.